Die Hikes Nature One GTX High. Ja, so einen langen Namen haben diese hohen Stiefel. Das sind meine neuen Wanderstiefel und da habe ich jetzt schon die ersten Erfahrungen damit gemacht. Und wenn dich interessiert, was die können, ja, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Reini Rossum vom Survival Shop Überlebenskunst. Unaussprechlich langer Name von diesen Hike-Stiefeln. Aber das ist jetzt unter anderem mein neuer Wanderstiefel. Und ich habe die erst ein paar Tage, möchte ich gleich dazu sagen, aber mag trotzdem jetzt schon ein Video machen. Und das hat einen Grund. Weil ich bei Schuhen, wie soll ich sagen, immer ein bisschen, naja, ein bisschen anspruchsvoll bin. Das da sind irgendwie in unterschiedlichsten Ausführungen meine Normalschuhe. Weil ich eigentlich relativ wenig Platz in solchen Wanderschuhen mehr habe. Und zwar aus dem Grund, weil ich ein bisschen einen Plattfuß habe. Bissi. Ist halt so. Und daher fühle ich mich ganz häufig extrem beengt in diesen Schuhen. Ich habe zum Beispiel von Hikes mal so einen Einsatzstiefel gehabt. Ja? Und da war es so, dass dieser Teil hier, also das ist jetzt der Schuh, ja, der linke Schuh, hier, da dieser Teil, der war, da war die Sohle auch viel, das war einfach irre, wenn ich da reingegangen bin, das war richtig unangenehm, wie in einem Schraubstock, bin ich da auch, aber da habe ich genug Platz, weil das Fußbett wirklich sehr, 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 sehr breit ist und das taugt mir einfach, ich habe 43 bis 44 Schuhgröße und das ist ein 43er und der ist absolut top, das passt alles wunderbar. Ein Gore-Tex-Schuh, ich konnte ihn natürlich noch nicht im Wasser testen, das werde ich aber noch machen. Und ja, ich bin damit jetzt am Wochenende herummarschiert. Und zwar 3 Kilometer in die eine und 4, dann habe ich Pause gemacht. Und dann 4 Kilometer in die andere Richtung. Die 4 Kilometer, weil ich ein bisschen Abstecher gemacht habe, weil ich schon wissen wollte, ob es schon Bärlauch gibt. Das war auf der Ebene, wirklich ebene Fläche und Asphalt und Schotter und ein bisschen ins Gelände, aber hauptsächlich Asphalt und Schotter eben. Und ja, einfach einmal die Schuhe eingehen, einmal schauen, was damit passiert. Und muss sagen, ich habe keine einzige Blase oder sonst irgendwas, also keine Druckstelle, gar nichts. Und das finde ich halt schon, das finde ich halt schon top, weil ich bin da ein bisschen anfällig. Meine Füße sind da ein bisschen sensibel. Was mir auch sehr gut gefällt ist, der Schuh, also da geht nicht die Zunge raus, ja. Das, ich kenne das von anderen hohen Stiefeln, da wo die Zunge rausgeht, da ist so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Was ist dieser Zwischenteil da? Ja, das ist wunderbar, das passt alles gut. Ich komme aber trotzdem schön rein, das ist wunderbar. Die sind eher wirklich schwere Schuhe. Die kann man auch nicht verdrehen, also umbeckeln, wie man in Österreich sagt. Das ist sehr, sehr schwierig damit. Ich weiß nicht, wie man das in Deutschland sagt. Abknacksen, umknicksen. Einen Unfall haben, ich weiß es nicht, ja. Schreib mir unten einen Kommentar, schreib mal, wie man umbeckeln auf in Deutschland bei dir daheim sagt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Auf jeden Fall, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Worauf ich gespannt bin, das ist, da ist ja so ein bisschen eine Rauleder-Komponente, wie sich das auf Dauer tut, wie sich da die Pflege gestaltet. Ich bin auch gespannt, wie sich diese kleinen Falten da tun, weil im Dreck, also es ist ja nicht so, dass ich normalerweise am Schotter herummarschiere, sondern im Dreck unterwegs bin. Deswegen habe ich gerne Gummistiefel, weil die wasche ich einfach ab. Aber da in diesen Teilen, da bin ich gespannt, ob sich der Dreck irgendwie sammelt, aber das will ich da alles noch erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich entschlossen, diese jetzt schon herzuzeigen und schon einmal einen ersten Entwurf sozusagen von meinem Gefühl von diesen Gore-Tex-Stiefeln abzugeben. Und ja, tolles Profil, also ist alles top. Ich werde dich am Laufenden halten. Und wenn die Stiefel cool sind, also ich werde jetzt die ganze Saison immer wieder einsetzen, auch bei einer längeren Tour, die ich im Sommer plane, will ich sie einsetzen, außer es ist so heiß, dass, weil in der Hitze werden die wahrscheinlich nicht so toll sein. Aber das sage ich dann alles, wenn die toll sind, dann nehme ich die in den Shop auf, weil die sind echt fett. Allein beim ersten Mal reinsteigen hat es mir taugt. So, jetzt bin ich, es war so ein Schwärmer-Video sozusagen. Ja, das war's einmal. Ich mag die nämlich um einen Kommentar bitten, deswegen auch das Video. Mag dir unten um einen Kommentar bitten, hast du Hikes, hast du diese Nature Wand GTX High? Was sind deine Erfahrungen? Deine Erfahrungen, was Nässe betrifft, was Schweiß betrifft, was Passform betrifft, was auch die Pflege betrifft, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wie lange hast du die schon, sind irgendwelche Wehwehchen aufgetreten? Das wäre nett, wenn du das mit mir und natürlich mit all den anderen teilen könntest, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Ich sage danke fürs Dabeisein, Daumen nach oben oder nach unten, ein Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Und jetzt ziehe ich wieder meine Crocs aus und die
Hikes an. Bis bald, ciao.